und herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir spielen dann mal gerade in diesem Let's Show weiter. Oh, das ist so eine schöne Halle. Ja, wir sind hier auf einem anderen Server gerade unterwegs, auf der Gamescon, und wollten uns den mal etwas ansehen. Deswegen gehen wir mal direkt in die Stadt. Also wir haben hier ganz schön viel Sumpfgebiet, findest du nicht? Ja, aber im Sumpfgebiet zu bauen ist doch immer ganz schön. Ich habe auf meinem Server auch Sumpfgebiet, aber diese Holzbrücke ist ein kleines bisschen, also ich weiß nicht so genau, eine Brücke sollte gerade sein, findest du nicht? Ja, das ist jedem selbst überlassen. Wie wir gerade gesehen haben, ist das der Server vom MC Gaming Clan. Und wie ihr seht, haben die hübsche Häuser, um die wahrscheinlich zu unterscheiden, mit blauem und rotem Dach gemacht. Egal, das ist Schachbrett, das ist toll. Und da stehen auch ein paar Schilder mit Regeln. Willkommen und bitte nur so viel ernten. Ja, das ist so das diese typischen Regeln. Ja, genau. Auch eine wunderschöne Zuckerrohrfarm, die wir da haben. Da ist der Knopf. Drücken wir da mal. Dann schauen wir uns doch mal die. Ja. Oh. Dann schauen wir uns doch mal die Redstone-Leitung an, oder? Ja. Will ich sehen. Ja. Ja. Nein. Verdammt. Sehr gut. So, 8 Zuckerrohr. Noch mehr. Mehr. Wir wollen mehr. Du bist so ein Gierlappen. Ich weiß. Ja. Weil ich es kann. So, dann wollen wir mal weiter. Noch eine Farm, wie es aussieht? Ja. Melonenfarm, ja. Interessant. Wo sind sie? Scheint kaputt zu sein, oder? Entweder es gibt gerade keine Melonen oder jemand hat vergessen nachzupflanzen. Ach nee, das sind da sie. Kommen die Melonen. Gut. Haben wir wenigstens was zu essen für unterwegs? Man weiß nie, wo die Reise einen hinführt. Ist das schon wieder buggy? Vielleicht finden wir ja eine Höhle. Vielleicht auch nicht. Gucken wir uns erstmal die Stadt an. Wir laufen einfach mal in die andere Richtung und schauen mal, was uns dort erwartet. Wir haben das gerade gesehen, ein grünes Haus und ein wunderschöner Turm, das ist bestimmt das Hauptquartier. Wahrscheinlich. Ich mag das mit dem Glowstone. Guck mal, das hat irgendwie was. Oh. Hübscher Brunnen. Na, jetzt sieht man, es sind keine Häuser, es sind wohl Verkaufsstände. Deswegen auch die verschiedenen Farben. Ja, wahrscheinlich sind das eine Rüstungshändler und das andere Waffenhändler. Ja. Die Brücke ist episch. Die Epischkeit. Also wir betreten jetzt die Brücke der Epischkeit. Das heißt, wir sind jetzt episch. Also irgendwie ist die Brücke langweilig. Aber sie ist gerade. Hm. So, und was kriegen wir als nächstes? Ein paar Bäume. Wald. Ein Haus. Das noch mehr Häuser. Unterwassertunnel. Cool. Glas. Glas und Glas ist immer toll. Ja, aber schwierig zu bauen. Ja. Wie wir es jetzt schon mit erleben durften. Ja. So, mal gucken. Oh, da ist Kuchen. Der Kuchen ist keine Lüge, ja? Merkst du? The cake is a lie. No. Ah, ein Lager. So. Von wem ist das denn? Als Chemiekasten? Pipurung und 1995. Wie auch immer. Und Niam. Wie auch immer. Mhm. So. Noch mehr Lager? Ja. Sonstiges. Mal schauen. Öfen, Truhen, langweilig. Ja. Aber definitiv. Der Boden ist cool gemacht. Oh, Crafting Table. Kann man auch so machen. Schöne Abwechslung. So, dann das wieder war mal. Aber Cobblestone. Ja. Oh, warum nicht? Diesen Kuchen. Ich will ihn auch. Aber egal. Kuchen macht dick, deswegen und gehen wir drauf über die epische Brücke der Epischnischkeit Mac Game Clan. Ja. Das ist das Hauptquartier. Ja, wahrscheinlich. Und da werden sie jeden Abend böse Pläne ausschmieden. Oh ja, um die Weltherrschaft zu unterjochen. So, und dann laufen wir mal in diese Richtung. Höchst interessant, was steht da denn? Takoshima und Distrikt 4. Neji. Neji 2341. Distrikt 4. Oh, guck mal. Ladebug. So, ein schöner Weg, der auch schon mit Glowstone ausgeleuchtet ist. Können Sie diesen Weg nicht gerade machen? Weil sowas kriege ich immer die Krise. Ich kriege die Krise, wenn hier nur einzelne Glowstones rumhängen. So, und da ist eine schöne Sandbrücke. Oh, da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Los. Oh Gott, wir betreten die Wüste. Die Wüste, die ist bestimmt gerade so heiß, wie uns hier in der Gamescon ist. Oh Gott, ich habe gefühlte 9000 Grad. So, und hopp. Und rennen. Dass wir keine unsichtbaren Kakteen treffen. Hoffe ich. Und wir kriegen auch langsam Hunger, sehe ich. Oh ja. Ach egal, wir laufen weiter. Who cares? Niemand braucht was zu essen. Nö. Kommst du da drauf? Ach. Oh, da steht ein Creeper.
Tötin! Nein! Wegrennen! Fluchttier! Und er folgt uns nicht mehr. Er ist weg!